Hallo zusammen, ich bin geimpft und genesen und heute bringe ich das Tagebuch. Ich habe das mal hier so in den Notizblock aufgeschrieben, wie das bei mir ablief. Nur auf diesem Kanal hier geht es eigentlich nicht um Corona-Krankheit, sondern eigentlich um Kühlboxen, 12 Volt betrieben. Wir bauen auch Kühlboxen, die mit 12 Volt auf minus 80 Grad runterlaufen, also zum Beispiel für Impfstoffe. Nur wir haben in den letzten 3 Jahren keine Kühlbox für Impfstoffe verkauft. Wir haben zwar Angebote geschrieben, Offerten gemacht, aber kein Stück verkauft für den Impfstofftransport. Und es geht zum Beispiel hier, das ist mein neuestes Produkt, über Stromversorgungen, im Auto, im Boot, im Camper, bei Stromausfall, zum Beispiel für so eine Kühlbox. Aber kommen wir zurück zu meiner Corona-Erkrankung. Mein Tagebuch fängt an bei 0 und 0 ist der Tag, als ich zum Testen ging. Aber es gibt noch eine Vorgeschichte. Am Tag minus 178, das sind also 6 Monate vor meiner Erkrankung, ging ich zur ersten Impfung. Da wurde ich geimpft bei meinem Hausarzt mit Moderna und 1 Monat später, sprich 35 Tage später, wurde ich dann noch mit der zweiten Dosis geimpft. Also ich bin seit 5 Monaten vollständig geimpft. Ich wohne mit meiner Partnerin zusammen, das heißt, wir haben 2 Wohnungen, aber schlafen immer im gleichen Ort, das ist ein anderes Thema. Und 4 Tage vor Tag 0 hat sie sich abends beklagt, sie hätte ja so hier Lungenschmerzen und ja, ist ein bisschen müde. Am nächsten Tag, also 3 Tage vor dem Tag 0, hatte sie Fieber, sie hatte die Nacht durch schon Fieber, hatte Kopfschmerzen, Gelenkschmerzen. Mit dem Sprechen ging auch nicht mehr so gut. Ja, sie hat gesagt, sie sei fast am Sterben. 2 Tage vor diesem Test, da war sie wirklich krank und da haben wir beschlossen, wir machen so einen Schnelltest aus der Apotheke, hat man bei uns so 5 Stück im Monat gratis gekriegt und sie war positiv. Da ich ja keinen Abstand zu ihr halte, sondern nachts ziemlich nahe komme, habe ich auch so einen Schnelltest gemacht und meiner war negativ. Das war morgens. Abends habe ich gesagt, das kann nicht sein, dass ich negativ bin und sie positiv. Am Abend habe ich nochmals so einen Test gemacht, da war ich positiv. Zu diesem Zeitpunkt waren wir bei ihr und da haben wir gesagt, was machen wir? Wir gehen jetzt morgen zu mir und sind dann nächsten Tag zu mir gefahren, also das war 1 Tag vorm Schnelltest. Sie war wirklich todkrank, wollte sterben. Ja, wir haben uns dann angemeldet für einen Schnelltest, für einen PCR-Test. Sind zusammen an diesen PCR-Test gegangen und sie hatte zu dem Zeit auch keinen Geschmackssinn mehr. Also Knoblauch war neutral. Das war am Samstag, am Sonntag darauf haben wir sehr lange geschlafen. Ich war richtig müde. Und bei mir auch Knoblauch und Parfüm. Das teuerste Parfüm konnte man mir andrehen, das hat gerochen wie Wasser. Und
wir haben dann einen Rummikub gespielt und ich konnte mich auch relativ schlecht, ja, ich sag mal, konzentrieren. Dann kam der Test, dass wir positiv sind, und da hat schon der Erste vom Contact Tracing angerufen, dass wir jetzt zu Hause bleiben müssen, dass wir in Isolation sind. Und jetzt gibt es noch den Sohn meiner Freundin, der bei ihr wohnt. Wir nennen ihn mal Dominik. Und wir haben gesagt, jetzt kannst du einen Schnelltest machen. Der hat so einen Schnelltest gemacht, sonntags morgens. Und der war positiv. Der hat sich, ich sag mal, bei uns oder bei ihr angesteckt. Gleicher Haushalt, kann sein. Er ist nach Schaffhausen und wollte einen PCR-Test machen, hat einen Termin gekriegt, und dann kam er an in Schaffhausen und da haben sie ihm gesagt, ja, der Junge da, der ist negativ, wir machen nur einen Schnelltest. Dann haben sie ihm einen Schnelltest gemacht und den Tupfer haben sie ihm nur, ich sag mal, 2 Sekunden ins Nase gehalten, rausgezogen, und der Schnelltest war negativ. Also es wurde kein sauberer Test durch das Testzentrum Schaffhausen durchgeführt. Am Tag 2, das war dann der Montag, ja, wir waren ja isoliert, eingesperrt, lange geschlafen, Parfümtest negativ, hat schwere Kopfschmerzen, aber sie riecht bereits wieder ein bisschen Knoblauch und Ingwer, also starke Düfte nimmt sie wieder wahr, was ja vorher nichts war. Wir haben ein bisschen Zeit vertrieben, den ganzen Tag rumgehängt. Und der Dominik hatte Fieber, war wirklich auch abgeschlagen, und er hat wieder einen Schnelltest gemacht. Der war wieder positiv. Am Dienstag, am dritten Tag, hat meine Freundin bis 11 Uhr geschlafen. Der Geschmackssinn wird wieder besser, vor allem mit Ingwer. Ich habe den ganzen Nachmittag geschlafen, ein bisschen aufgeräumt im Keller und so weiter, zu Hause gesetzt. Aber mein Parfümtest, da war immer noch kein Geschmackssinn. Der Dominik, der hat einen PCR-Test gemacht, wieder in Schaffhausen, und er wartet auf diesen Schnelltest. Am Mittwoch habe ich schon wieder mal einen Parfümtest gemacht, ob da was geht. Also das teuerste Parfüm könnt ihr vergessen, das war wirklich wie Wasser. Ein Vorteil hat ja Corona. So richtiger Limburger Stinkekäse. Da ist nichts mehr. Der riecht also absolut nach gar nichts. Dominik hat einen Geschmacksverlust. Und der PCR-Test war dann auch positiv an diesem Tag. Ja, am Tag 5 war eigentlich auch nur Tag 5, saßen zu Hause. Der Geschmackssinn kommt langsam zurück. Am Freitag, Tag 6, ist auch nicht viel besser, eingesperrt zu Hause. Am Tag 7 fühlt man sich immer noch eingesperrt zu Hause, ein bisschen im Garten sein, ja, schönes Wetter. Und meine Freundin macht ihr dann wieder mal einen Schnelltest, und am Tag 7 ist sie negativ. Das heißt, der Schnelltest zeigt nichts mehr an. Es war dann Sonntag. Eigentlich hat meine Freundin Ende der Isolation. Ich bin immer noch eingesperrt. Also sie auch mit mir. Und am Montag, das war dann diese Woche, war ich ganz alleine zu Hause, eingesperrt. Es ging mir eigentlich gut, kein Thema. Ich hatte auch nie Fieber. Ich war nur ein bisschen abgeschlagen.
und eben diesen Geschmacksverlust. Meine Nachbarin hatte vor einer Woche, und die ist nicht geimpft, auch keine Symptome, nur ein bisschen Geschmacksverlust. Also das heißt, wenn ich ihr jetzt zuhöre, dass es Impften besser geht, dass die weniger Symptome haben und ich meine Nachbarin vergleiche und meine Freundin war wirklich abgeschlagen, Fieber, die Hacke glüht nachts und meine Nachbarin, die nicht geimpft ist, keine Symptome, beide etwa gleich alt. Also kann ich nicht unbedingt aus meiner Erfahrung sagen, dass es Geimpften einen milderen Verlauf haben. Ja, und Tag 10 war das Ende meiner Isolation. Ich bin jetzt zertifiziert, Covid-zertifiziert, dass ich genesen bin. Also ich bin jetzt genesen und geimpft. Das war der Tagesbericht von meiner Corona-Infektion. Also Leute, die mich erreichen wollten, war ich schlecht erreichbar, das stimmt. Ich bin jetzt wieder da, aber ich habe ja immer noch mein Knie und ich bin immer noch arbeitsunfähig. Ich mache euch einen Link hier über diese Impfkühlbox. Und hier bringe ich in Zukunft Videos über so einen Batteriekasten, der was er kann. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.